Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Pokepark V, Pikachus großes Abenteuer, Part Nummer 15. Ja, im letzten Part haben wir jede Menge Pistenhats gespielt und gerutscht. Und ja, wir haben so gut es geht alles gelernt, also bis halt auf HP, aber das kommt dann noch. Und ja, Blindfahrer versucht den Ballon zu reparieren, ja. Ich habe mein ganzes Leben lang davon geträumt, fliegen zu können. Nichts gegen einen Rundflug mit Trifzeppeli, aber selbst ein paar Runden in den Wolken drehen zu können, wäre schon genial. Ja, du bist ein Pinguin. Pinguins do not fly. So, und wir sollen in die Höhle. Also heißt, dass ich dann wohl hier hin muss, gell? Wenn man mal so ranschaut. Wenn die Warte wieder anmache hier. Vergesse ich immer so ein bisschen. Ich mache halt immer vorher aus, wenn ich halt meine Tonspurränder, Tonspur schneide. Knocknodon, hier, mit dir muss ich hier quatschen, gell? Knocknodon! Mit deinem gelben Körper und diesen roten Wangen wirkst du alles andere als stark. Aber es heißt, du hättest Bitterflorn und im Podium bezwungen. Logok, der Meister der Magna-Zone, scheint dich sehen zu wollen. Hier, du darfst durch. Dankeschön! Ja, in eine schöne, kühle Höhle. Solange es nicht heiß ist, gell? Und sonst? Knocknodon! Los, begib dich zu Logok! Ja, ja, ist ja gut, Mann. Ich gehe ja. Immer schön höflich bleiben hier. Dum, dum, bim, daradi, da, dum. Manchmal frage ich mich schon, was ist besser, wenn es kalt ist oder wenn es warm ist. Am besten so eine, so eine Mischung aus beidem, gell? Dann habe ich eben einen Pantimos. Und da ist auch Relaxo, der wieder pennt. Und jede Menge Kisten. Und ein Kolbat. Golbat. Ich habe ein großes Mundwerk, deswegen muss ich immer meine Flügel nutzen, um es zu verschließen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich reden kann mit dem offenen Mund. Pantimos, hör mal, ich stecke gerade ganz fürchterlich in der Klemme. Ein Schild, ein Schienenstück ist abhanden gekommen und nun kann die Lore ihre Fahrt in der Magmazone nicht mehr aufnehmen. Kannst du mir nicht helfen, das Schienenstück ausfindig zu machen? Die Zubat können dir dabei behilflich sein, die Fährte aufzunehmen. Sie flattern ständig hier herum und wissen daher recht gut, was in dieser Zone so alles geschieht. Sie haben zweifelsohne ein paar gute Hinweise für dich. Ja. Na, Plogab ist auch wieder da. Pantimos hat dich darum gebeten, das Schienenstück zu suchen. Vielleicht können wir dir die Suche der. Könnt ihr die Zubat in der Höhlenzone weiterhelfen? Das hat Pantimos eben gesagt. Ja. Ich glaube, das ist alles extra auch dafür gemacht, dass wenn man vergessen hat, was man machen soll, dass man quasi fragt und dass man es dann jetzt wieder gesagt bekommt, gell? Kaumalat? Vorsicht, mein Freund und ich spielen hier mit der Lore herum. Das ist nicht ganz ungefährlich, aber die Lore benutzt ja jetzt eh keiner, solange das Schienenstück fehlt, oder? Nur keine Panik, wir geben sie schon zurück, wenn das Schienenstück wieder auftaucht. Ja, darf ich mir auch gegen dich kämpfen? Ach, ich darf hier gar nicht durch. Na gut, na gut, na gut. Halt! Du darfst da nicht durch. Ja, ist ja gut, ich hab's verstanden. Ja, dann folgen wir den anderen Schienen, würde ich mal sagen. Na, Flunkiefer? Flunkiefer. Du bist nicht von hier, weh? Was machst du hier in der Magnaze, immer in der Höhlenzone? Solltest du wegen der heißen Quelle hier sein, muss ich dich enttäuschen. Seitdem die Erde hier gebebt hat, ist dir jene nämlich versiegt. Doch darum geht es dir gar nicht. Du bist auf dem Weg in die Magnazone, um Logok zu treffen. Das wundert mich nicht. Weshalb sollte sich auch jemand freiwillig in die Düsternis der Höhlenzone begeben, wo doch selbst ihre ursprünglichen Bewohner Reis ausnehmen? Ja, aber ist doch schön hier. Ich meine halt nur, ist so ein bisschen gemütlich. Da vorne ist Bolterus, gell? Mit einem Minispiel. Irgendwo gab es doch, glaube ich, Erz im Kisten. Da ist ein Magnetilo drin. Wurdest du gerade angeliefert oder was ist mit dir los? Magnetilo. Wo ist er denn? Magnetilo? Magne? Ich mag ja Magnetilo. Seit ich bei bei Suishumaru seine Pokémon-Let's Play mal gesehen habe von Mystery Dungeon. Da hat er nämlich immer als Boss hingestellt, dass er halt wirklich alle anderen beherrschen will. Da ist Mauzi! 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 Ja, Mauzi hat auf jeden Fall die Anime-Schema, gell? Mauzi, ich bin eigens wegen der berühmten heißen Quelle angereist. Doch offenbar ist sie versiegt. Was für eine Enttäuschung. Ein Wettstreit? Okay, aber bei mir gibt's nur Ratespiele. Okay. Na gut, lass uns anfangen. Frage Nummer 1, bitte sehr.
Welche Form hat meine Schweifspitze? Die ist doch gerollt, oder? Ist auch schön, wie man hier nur ganz leicht, dass es gerade sieht, gell? Ah, genau. Frage Nummer 2, bitte sehr. Wer bewacht die Lore in der Höhlenzone? Ja, Pantimos, oder? Oder? Ja, weil er am Eingang steht, oder ne? Ja. Frage Nummer 3, bitte sehr. Welche der drei folgenden Pokémon hat keinen Schweif? Ja, Rasaf, gell? Das ist ja auch schön, was wir eben noch bei, in der letzten Folge bei ihm hier Eisenschweif gelernt haben, gell? Ha, genau. Gold, richtig, Spitzenklasse, du bist einfach unglaublich. Lass uns Freunde sein, wollen wir bald wieder spielen? Oh, der ist mein Freund. Und jetzt gucken wir dann. Aber jetzt ist natürlich die Frage, bin ich mir jetzt komplett Freunde? Okay, alles klar. Ich frage mich, warum das beim einen Pokémon der nicht gleich gezählt hat. Auch wenn ich jetzt gerade vergessen habe, welches es nochmal war. Na, Cognodon. Cognodon. Mein großer Bruder möchte den gelben Blitz treffen, von dem man sich so viel erzählt. Ich würde so gern wissen, ob er ihm wohl schon begegnet ist. Er steht vor dir, Kollege. Na, hast du Lust auf einen Kampf? Nun dann, lass uns kämpfen. Ich glaube auch, er ist immun, weil er ja Gestein ist. Aber ich mache trotzdem einfach nur der Just for Fun. Ah ne, es geht sogar, okay. Und dann noch hier die Eispfeife-Attacke, auch wenn sie nicht unbedingt jetzt wirklich viel stärker ist, würde ich mal sagen. Irgendwie ist die Kopf nur stärker. Kommt mir so vor. Oder es liegt vielleicht jetzt nur daran, weil ich eben... Ja, nee, doch. Das war wegen, weil ich schon vorgeschockt habe. Das ist ärgerlich. Das nächste Mal gewinne ich bestimmt. Brich mich ruhig wieder an. Bis dann. Cognodon ist jetzt mein Freund. Ja, machen wir auch gleich sofort hier. Weil wir wollen ja so gut es geht wieder alle Freunde werden, gell? Na, hast du Lust auf einen Kampf? Natürlich. Lass uns kämpfen. Worauf wartest du noch? Dass du ready bist, würde ich mal sagen. Aber gut, dass er halt hier nicht immun ist gegen... Ich ging eigentlich davon aus, dass es Gestein ist. Aber okay. Oh, doch, Eisenpfeife ist stark. Das hat jetzt, glaube ich, fast 2 Punkte abgezogen, oder? Ich habe verloren, obwohl ich mein Bestes gegeben habe. Ja, dann musst du halt noch ein bisschen trainieren oder dich entwickeln. Ich wusel hier die ganze Zeit schon so blind rum. Da hinten ist Mauzi. Erstmal hier, das, wenn wir schon mal das sehen, können wir es gleich mal aktivieren. Ja, Pikachu, du weißt doch, was es ist. Du brauchst doch nicht immer so tun, als wäre es was, als wäre es was komplett Neues. So. Na, Mauzi, alles klar bei dir? Na, dann reden wir hier kurz mal mit Machomai. Machomai! Wo befindet sich die heiße Quelle? Sprudelt sie doch kräftig? Ich habe nur Gutes darüber gehört und freue mich, darin zu baden. Hey, du, versuche dich doch an meiner Turnübung. Die Teilnahme an meiner Turnübung ist aber nicht ganz billig. Sie kostet 100 Bären, aber keine Sorge, du musst mir nur einmal 100 Bären geben. Jede weitere Teilnahme ist kostenlos. Okay, noch einen Grund, Bären zu haben, gell? Danke für die Bären. Jede weitere Teilnahme geht nun aufs Haus. Komm schon, zeig mir deinen Kampfgeist. Oder er sagt meine Jump'n'Run-Technik, die ich halt hier nicht unbedingt jetzt gut kann, gell? Weil ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, dass Pikachu beim Springen immer... Hey, was soll denn das? Hörst du auf zu schmeißen? Okay. Man merkt schon, er will es wissen. Aber dann will es halt auch wissen, deswegen mache ich ein bisschen schneller und dann bin ich schon da. Hey! Oder auch nicht. Ja, gerade stelle ich mich das wirklich an. Okay, dann renne ich beim nächsten Spurt. Wenn ich gerade auslaufen würde. Ja, das meine ich. Da hat man schon Jump'n'Run-Technik. Okay, beim ersten Mal Boost geben macht keinen Sinn. Aber hier ist halt das Springen so eine Sache. Jetzt aber. Wie er posiert. Was ist los mit ihm? Ja gut, es war jetzt mega fail. Du hast es drauf. Das gefällt mir. Sei doch mein Freund. Ruf mich, wenn du die Hilfe bei... Wenn du die Hilfe meiner Muckis brauchst. Bald wird auch mein Freund Machomai hier sein. Er liebt es regelrecht, sich zu beigen. Sprich ihn einfach mal an, wenn du Lust auf ein Kämpfchen hast. Du bist doch ein Machomai. Warum kommt dann noch ein Machomai? Hä? Ist es ein Übersetzungsfehler, meinte Maschok? Nee. Warum? Hä? Verstehe ich? Ach so! Hä? Nee, warte mal. Kann es sein... Es kann sogar sein, ja, dass es hier sogar so ist, dass man halt auf der einen Seite Machomai hat, hier ist mit der Turnübung, und man hat ein anderes, mit dem man halt kämpfen muss.
Kleinstein? Kleinstein, ich habe Verständnis dafür, dass Knogger seine Aufgabe ernst nimmt, die Bären zu bewachen, aber er übertreibt es ein wenig, oder? Hast du Lust auf einen Wettstreit? In Verstecken bin ich echt klasse. Du bist ja auch ein Stein. Na, wie sieht's aus? Lust auf eine Runde Verstecken? Hm, versuche mich zu finden. Hey, wo ist er denn? Mal gucken, wo er ist. Ist aber auch schön, dass wenn man halt wenn man in die falsche Richtung läuft, dass man dann auch hingewiesen wird, gell? Oh, ich habe ihn gerade gehört. Ist er hier irgendwo? Ich glaube, so weit tut er sich gar nicht entfernen. Ja. Also doch. Hallo. Ja, du müsstest halt die Farbe der Steine haben hier, dann wäre es noch ein bisschen einfacher für ihn. Es freut mich, dass du mich unter all den Steinen hier auffindig machen konntest. Klasse, lass uns Freunde sein. Yay. Alles klar. Du bist mein großer Freund, ja. Bla, 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 bla. Manchmal frage ich mich, was schneller wäre. Ihn nochmal anzusprechen oder halt, ja, oder halt im Menü zu gucken. So, wir hatten hier noch Knogger. Der hat ein Minispiel. Die Zubats könnte ich mal quatschen, gell? Hey, Zubats. Oder Golbat. Vielleicht Golbat passt ja auch. Loco geht auf der Suche nach einem Kristall mit einer unsagbaren Kraft. Den Schimmelprisma, sofern ich mich recht entsinne. Fast. Was hast du noch hier zu suchen? Wie wär's mit einer Runde fangen? Los, lass uns anfangen. Ja, ich lauf mal ein. Oh. Du tust einfach mal hier. Ja, einfach mal hier. Oh, er setzt, Ultraschall ein. Oh. Rennt hier einfach mal ein Sherox rum. Na. Nein. So. Sherox denkt sich nur, na gut, dann hast du mich halt gerammt. Ich gehe einfach. Tschüss. Will auch noch kämpfen natürlich, gell? Hut ab. Eine klare Sieg für dich. Lass uns Freunde sein. Bei unserer nächsten Begegnung werde ich aber nicht verlieren. Komm, jetzt mein Freund. Eigentlich müsste ich ihn irgendwie so sprechen, dass ich den Mund dabei aufmache. Also. Ei, ei, ei. Loco geht auf der Suche nach einem Kristall mit unsagbaren Kraft. Ja. Bla, 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 bla. Hihi, lass uns loslegen. Ja. Ja, hallo? Okay. Dankeschön für den geschenkten Sieg. Das hatte ich aber auch noch nicht. Einfach mal vor mich gestellt. Das ist zwar ärgerlich, aber sei es drum. Du hast klar gewonnen. Auch wenn ich keine Ahnung habe, warum ich mich halt genau habe, einfach vor dir stellen lassen. Keine Ahnung. Lass es bald wieder spielen. Na, Sherox? Für mich gibt es nichts Schöneres als Kämpfe gegen starke Pokémon. Willst du gegen mich kämpfen? Ja. Klasse, dann lass uns loslegen. Oh, das ist auch nicht so viel HP. Komm, dann gehst du mal aus dem Weg. Oh, was? Das war aber jetzt keine schnelle Attacke, würde ich mal sagen. Ich liebe das Design von Sherox, wenn er nicht irgendwie leichte Probleme hat beim Sachen aufheben, gell? Sehr gut, deine Attacken sind ohne Fehl und Tadel. Lass uns Freunde sein, ruf mich, wenn ich dir helfen kann. Yay! So, und dann nochmal kämpfen. Ich meine, es liegt ja in der Natur von Sherox, dass er vorher ein Sichlor war, gell? Hihi, ich mache es dir nicht so leicht wie beim letzten Mal. Ja, nur. Dann komm mal her. Na, okay, kannst du auch schießen, gell? Ja, da merkt man halt den Unterschied vom Eisenschweif, aber muss ja irgendwo einen Grund haben, warum man sowas lernt. Dass er halt stärker ist als die Kopfnuss. Du bist richtig stark geworden. Der Kampf mit dir war sehr spaßig. Ich muss echt aufpassen, dass ich immer wieder die... Oh, Panflam. Wobei, wir haben Panflam, ja, haben wir es. Die Kämpfe werden ein Fest sein, ja. Auch wenn die natürlich immer ein bisschen was anderes sagen, gell? Hey, warum denn nicht dann eben das nächste Mal? Ja, weil ich schon mit deinem Bruder, Schwester, wer auch immer, kämpft hab. Oh, noch ein Magnetilo. Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob wenn wir drei Magnetilo finden, dass wir einen Magneton bekommen. Aber gut, ich beschwere mich mal nicht, also müssen wir auch Kissen kaputt machen. Und hier lässt er uns nicht hin, okay.
Hey du, was suchst du hier? Du kannst nicht hier, also, du kannst dir nicht so mit mir, zumindest dir nicht anschleichen. Ich bin nämlich der Wart des Bärenlagers. Wenn ich nicht wäre, dann hätte Relaxo alle Bären hier verreiht aufgefuttert. Ist ja gut, Kollege. Was steht denn da? Das Bärenlager. Unbefugten ist der Zutritt strengens verboten. Bärenlagerwart Knogger. Dann werden wir mal mit Knogger reden. Ja, er lässt mich wohl noch nicht vorbei, okay. Also muss ich mal vorher noch was anderes machen? Ich fand mich so, als ob wir... Es kann auch sein, dass wir erst Relaxo... Keine Ahnung, wecken müssen oder so. Weil ich bin mir nicht mal ganz sicher, ich glaube eher, Relaxo liegt auf der Quelle. Also auf der... Ja. Ja, da vorne ist auch noch ein Mogelbaum, okay. Wobei, also man sieht hier auch schon viele Pokémon, aber... Oh, Dickdreh. Na, ihr drei? Oder einer? Dickdreh! Hey, um diese Zone wurde es sehr ruhig, nachdem die Kreisquelle versiegt war. Immerhin war sie hier Hauptsehenswürdigkeit hier so rum. Ja, wenn der eine was sagt, dann kann ich mich nicht konzentrieren. Die Ruhe war für mich jedoch eine wahre Wohltat. Ich möchte nicht wissen, wie er im Innern aussieht. Oder ob ihr einfach nur Freunde seid, die... zu dritt immer durch die Gegend buddeln. ja, kämpfen wir nicht oder sowas? Okay, dann halt nicht. Oh, Stolunia. Mein Magen knurrt sogar so gut ganz heftig. In der Magna-Zone soll es eine ganz tolle Maschine geben, die aus dem Erdboden so viel Eisen erst zutage fördert, wie man nur essen kann. Aber leider ist die Lore ja im Moment nicht einsatzfähig. Ich habe da eine Bitte an dich. Wärst du so nett, die Holzkisten aufzubrechen und für mich nach Eisenerz zu suchen? Kann ich machen. Ja, und dann ist es weg. Ja, Eisenerz. Na komm, heb auf. Schweres Eisenerz. Lernst du gleich noch Ausdauer? Wo ist es denn jetzt? Mogelbaum, hast du irgendwo Stolunia gesehen? Dickdrehs Stimme. Warte mal. Ich muss erstmal wieder gucken, wo es ist, bevor ich hier wieder erstmal ewig rumrenne. Sag mal, warum ist denn das... Ach, da ist es doch. Hat sich einfach nur hinter Dickdreh versteckt. Ja, Dickdreh hat vermutlich schon gesagt, ja, guck mal, da ist er doch. Sehr gut. Also irgendwie die Stimme von Stolunia ist ein bisschen komisch, gell? Oh, Eisenerz, das ist für mich, das ist aber nett von dir. Ja, es geht nichts über eine über Freundschaft, ja. Aber du bist aber... Ah ne, passt sogar schon. Das ist vielleicht lecker, sie hätten lieber auch Eisenerz verputzen sollen, anstatt sich an den Schienenstück zu vergreifen. Wie bitte? Wenn ich damit meine? Na, jenes bezaubernde Pokémon, die liebe Flunkiefer natürlich. Neulich habe ich sie selbst das Schienenstück rausbeißt sehen. Flunkiefer. Ja gut, Flunkiefer hat ja einen Schweif nicht unter Kontrolle. Ist ja so ein, man kann schon fast sagen, es ist so ein asiatisch-stylisches Pokémon. Wobei, ich könnte auch mal mit dem Zuber quatschen, ja. Die Pantomime von Pantimos hat es verdient, die neue Station der Höhlenzone zu werden. Na, hast du Lust auf eine Runde fangen? Ja. Zu dir komme ich gleich hier, Flunkiefer. Du brauchst gar nicht so zu tun. Na, dann lass uns mal loslegen. Das Problem ist halt auch wenn man natürlich schnell genug ist für die Pokémon, ja, kriegt man sie halt nicht, weil man sie ja anrempeln muss. Es sei denn, man kriegt sie geschockt, aber dann bleibt ja bei ich ja stehen und ist ja auch so eine Sache. Und im Sprung kann ich keine Elektroattacke einsetzen. Was, ich bin verloren? Wie bitte nur? Wie nur? Das wurmt mich jetzt aber. Du bist echt unglaublich gut. Lass uns mal wieder fliegen. Wenn ich so zappelig. Nun ja, sofern du mich unter all den Supers wiedererkennst. Ja, ich spreche einfach mit irgendeinem. Ist ja auch egal. Ey, bleib hier. Irgendeins, was landet. So. Alles klar. Wäre natürlich auch interessant, ob ihr wirklich jedes Zimmer was anderes sagen könnt, aber ich glaube, da würde ich durchdrehen, bis ich die alle gefunden habe, weil ihr guckt mal, wie viele hier rumfliegen. Fertig oder nicht? Los geht's. Ich düse dann mal davon. Ja, dann flieg mal. Die Party ist, der Party ist schon vorbei. Der kam mir eigentlich gar nicht so lang vor, aber ich glaube, ja gut, ich habe ja hier viele Pokémon gekämpft und Freundschaften geschlossen und Co. Dann sammelt es natürlich schon an. So, alles klar. Aber mit Flunkiefer rede ich nochmal, bevor der Part zu Ende ist.
Ja, du bist echt stark und obendrein hat es mir auch noch viel Spaß bereitet. Ja, stark oder schnell? Eins von beiden. So, ein paar Bären können wir auch noch so einsammeln, gell? So, Flunkkäfer war hier an den Schienen, gell? Wenn wir mal alles wegkicken hier, was oben fliegt. Na, kommst du her, kommst du her? Machen wir, müssen wir, glaube ich, auch noch mal kurz kämpfen. Dann, oh, sorry, das wollte ich nicht. Du hast mich erwischt. Nun, ich habe in der Tat das Schienenstück herausgebissen. Nun, eigentlich war es der Kiefer an meinem Hinterkopf, nicht ich. Wo das Schienenstück ist, willst du wissen? Besiege mich im Wettstreit und ich verrate es dir. Möchtest du Fang spielen? Ja. Okay, lass uns loslegen, aber nicht beißen. Nam, nam, nam. Soll ja so eine Art fleischfressende Pflanze sein auf dem Kopf, so ein bisschen, gell? Ja gut, das war jetzt überhaupt nicht schwer. Du brauchst doch nicht gleich so ruppig zu sein. Ich sag dir, wenn ich das Schienenstück gegeben habe. Dixri war so nett, es für mich zu verstecken. Gehe zu ihm hin und sprich ihn darauf an. Weshalb ich das Schienenstück herausgebissen habe, willst du wissen? Nun, wenn sich die Dore nicht mehr von der Stelle rührt, kann auch niemand mehr fort von hier, oder nicht? Oh, möchtest du mein Freund sein? Lass mich einmal überlegen. Wenn du mir versprichst, die Höhlenzone niemals zu vergessen, dann können wir Freunde sein. Ja? Und warum bist du immer noch nicht mein Freund? Ja gut, das wird dann vermutlich dann noch eine Weile dauern. Ja gut, aber dann werden wir dann mit Dixri dann halt das nächste Mal quatschen. Dass dann die Schiene wieder in Gang kommt, würde ich mal sagen. Und dann, ja, dann hoffe ich, euch hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Pokepark wie Pikachus großes Abenteuer sehen wollt. Oder von meinen anderen Let's Plays. Wenn die Pokémon hier aufhören, dann kann ich auch wirklich beenden. Finde ich ganz komisch. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.